Yeah, hello, Thomas. Yeah. Yeah, yes, Ibrahim. Yeah, hello. Du hast ein E-Mail geschickt, dass du den Islam annehmen möchtest. Ja, habe ich gemacht. Wie alt bist du, wenn ich fragen darf? Ich bin 50 Jahre alt. 50 Jahre alt, mashallah, mashallah. Und was hat dich vom Islam überzeugt? Boah, das ist jetzt schwierig, dir das zu erklären. Das ist ein ziemlich langer Weg gewesen. Diesen Schritt auch zu tun, ist also nicht einfach. Du kannst nicht einfach eine Religion annehmen. Das kommt von meinem Leben. Ne? Ich bin also, wie soll ich dir das erklären, mit wenigen Worten. Das ist so gelaufen und ich denke, dass der Mensch nicht ohne Religion leben kann. Ich habe mich sehr beschäftigt mit dem Islam, mit den Werten vom Islam und deswegen habe ich mich entschieden zu konvertieren, ja. Ja, dann machen wir das gemeinsam, inshallah. Ja, wann? Also du bezeugst, dass keiner verdient hat, angebetet zu werden außer Allah und du bezeugst, dass Mohammed sein Diener und Gesandter ist. Ja. Und jetzt machen wir das, inshallah, gemeinsam auf Arabisch. Ashhadu. Ashhadu. An. La ilaha. La ilaha. Illa Allah. Illa Allah. Wa ashhadu. Wa ashhadu. Anna. Allah. Muhammadan. Muhammada. Rasul. Rasul. Allah. Allah. Ja, jetzt bist du mit 50 Muslim geworden. Alhamdulillah. Wir danken Allah, der dich richtig geleitet hat. Alhamdulillah. Jetzt kannst du mir Informationen geben. Gibt es eine islamische Gemeinde an meinem Wohnort? Wo wohnst du? Ich wohne in Speyer. In Speyer? Ja, ich glaube schon, ja. Wenn du mir bitte deine Adresse schickst, dann ich schicke dir erstmal eine Koran-Übersetzung und inshallah schicke ich dir... Ich habe die schon. Hast du schon? Ich habe die schon. Zweimal zu schicken. Ich habe die schon. Ich habe eine schöne Übersetzung. Alhamdulillah, Alhamdulillah. das ist schön. Dann schicke ich dir inshallah die Adressen von den Moscheen in Speyer. Ja, mach das. Du hast meine E-Mail-Adresse noch. Ja. Was muss ich weiter tun? Beten. Beten, ja, ich weiß. Beten, das ist die Beziehung und die Verkabelung und die Verbindung zu deinem Schöpfer. Ja. Denn ohne das Gebet wird deine Seele niemals zufrieden werden. Also das Glaubensbekenntnis ist nur die Tür zum Islam, aber die innere Zufriedenheit und die Ruhe im Herzen gelangst du nur durch das Gebet. Und genau um die geht es. Richtig. Die Zufriedenheit im Inneren und im Herzen. Richtig. Das ist das Entscheidende, das ist der Punkt, warum ich konvertiert bin. Alhamdulillah, damit du das jetzt praktisch erlebst, musst du anfangen zu beten und du wirst sehen, dass Allah die Zufriedenheit in dein Herz einpflanzt. Okay. Gut. Gebetsbuch hast du? Nein. Dann schicke ich dir inshallah ein Gebetsbuch. Und inshallah, ich glaube, wir kennen einige Geschwister in Speyer. Gib mal eine Adresse, ne? Inshallah, die dir inshallah die Unterstützung geben können. Inshallah. Dürfen wir diese Aufnahme im Internet reintun? Ja. Alhamdulillah. Möge Allah dich beschützen und dein Iman stärken im Herzen und du bist unser Bruder, wir sind stolz auf dich. Wenn was ist, bitte zögere nicht, uns anzurufen. Du kannst wirklich Tag und Nacht anrufen. Denn es geht bei uns an der ersten Stelle, dass du inshallah den Islam richtig praktizierst, damit du innerlich zufrieden wirst und damit du inshallah am jüngsten Tag für Ewigkeit im Paradies weilen wirst. Gut. Und Alhamdulillah, mit 50 jetzt fängst du ein ganz neues Leben an,
Alle deine vorherigen Sünden sind jetzt inshallah dadurch gelöscht worden und du fängst ein neues Leben an, inshallah. Okay, danke. Wie fühlst du dich? Gut. Du, ich überlege mir das schon lange. Ich überlege schon lange, wann ich das, ob ich kommentieren soll und ich habe mich jetzt dazu entschieden und ich fühle mich ganz gut, ja, das ist gut. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Möge Allah alle Menschen in Deutschland inshallah zum Islam recht leiten, damit sie auch dieses Gefühl im Herzen spüren können. Gut, also dann sage ich nochmal vielen Dank, ja. Wir danken Allah, der dich recht geleitet hat. Und ich schicke dir meine Adresse zu, per E-Mail, ja. Inshallah, Bruder, inshallah. Okay. Dann sage ich Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله